Hallo und herzlich willkommen bei dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es darum, wie man ganz schnell einen ganz einfachen Goa-Bass hinzaubert. Wie das geht, zeige ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, für einen Goa-Bass nimmt man am besten einen Sägezahn und für einen Sägezahn nimmt man am besten einen Polysynth oder auch einen Surge oder einen ähnlichen. Wir nehmen hier jetzt einfach mal einen Polysynth. Standardmäßig hier rein. Ich habe den in der FX-Section schon einen Reverb reingetan, habe das Reverb aber erstmal deaktiviert und dann sind wir schon dabei, einen Clip anzulegen. Und zwar legen wir einen eintakt langen Clip an, machen wir es vielleicht in der Ansicht, einen eintakt langen Clip und pro Viertelnote sind 3/8 Noten drin. Die erste Achtel lasse ich frei und dann kommen hintereinander 3/8 und zwischen den Achteln ist auch nochmal eine kleine Pause. Die erste Achtel bekommt eine niedrigere Velocity und bei dem Punkt beim Polysynth aufpassen, der ist standardmäßig ohne Velocity. Einfach hier unten Velocity voll aufdrehen, sonst klingt das, lassen wir es einfach mal. Das Ganze klingt dann nämlich so. Klingt dann schon mal nicht schlecht. Und damit das noch ein bisschen besser klingt, nehmen wir hier noch einen LFO rein. Das klappen wir auf. Das LFO machen wir schön auf einen Takt Länge. Von der Geschwindigkeit auf 2. Dann stelle ich das Bipolar auf Unipolar. Und werde jetzt den Filter ein bisschen modulieren, so dass der immer schön in 2 Takten Länge quasi nach oben, nach unten geht. Und wenn ich das jetzt wieder spiele hier, klingt das schon mal nicht schlecht. Aber was ich jetzt noch mache, ist, ich werde diesen LFO so ein bisschen umwandeln. Nämlich so, dass er immer nach oben geht und wieder von unten anfängt. So, stimmt so ungefähr, denke ich mal. Vielleicht hier eine 0 eingeben, dann stimmt es genau. Wenn ich mir das jetzt nochmal anhöre. Auch schon mal nicht schlecht. Und jetzt kommt der kleine Trick. Ich schalte hier unten auf Poly ein und dann klingt der Bass so. Und wenn ich jetzt noch die Kick dazu einschalte und jetzt noch ein bisschen Reverb. Bei dem Reverb habe ich einfach nur das of Room gelassen auf 100%. Die 4 Millisekunden Pre-Delay sind normal drin, Diffusion Build-Up aufgezogen. Ich glaube Late Reverb ist auch Standard. Late Mix auch und beim Mix, was habe ich da? 33% circa. Kann man dann aber auch ein bisschen weniger machen, wenn man es nicht so viel will. Oder halt dann auch mehr, wenn man es unbedingt mehr haben will. Oder auch ganz trocken. So. Und das ist schon der ganz, ganz einfache Goa-Bass, den man sich schnell bauen kann. Nochmal zusammengefasst, man zieht sich einen Polysynth rein, irgendwas mit einer Sägezahn. Dann baut man sich den Clip hier. Und der Clip ist aus jeweils 3/8 in einem Viertel, erste Achtel freigelassen. Die nächste Achtel kriegt niedrige Velocity und dann kommen die nächsten 2/8 da rein. Zwischen den Achteln dann immer so ein bisschen freilassen hier. Und bei dem Polysynth selber nehmen wir ein LFO-Tool rein, stellen das auf 2 Takte lang hier, drehen dann hier die Kurve dann noch so hin, dass wir das immer schön aufsteigend haben, wieder runterfallen, modulieren damit die Frequenz hier, die Filterfrequenz, schalten Poly ein und Unipolar und das ganze Ding geht dann einfach los. So, das war's schon. Wie sich das im Gesamtkontext nochmal anhören kann, ich habe da mal einen Goa-Bass mit was Ähnlichem gebaut und noch ein bisschen ein paar weitere Effekte dazu geballert und dann hört sich das Ganze so an. Da kommt dann noch so ein bisschen was dazu.
Und wenn man da noch einen kompletten Track irgendwie reinbauen will, dann hört sich das Ganze so an. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie man so eben schnell so einen kleinen Goa-Bass zusammenbaut. Und wenn ja, dann lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst die Glocke da oder nehmt irgendwas von den dreien mit. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.